Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeladum zu einem neuen Part. Mario 64 mit dem Zwergenfürst. Super Mario 64. Ja, hier können wir schon durch. Hier haben wir im letzten Part die Schlüssel an die Sterne abgegeben. Jetzt können wir hier durch das große Tor zu Peach hin. Oh, die Peach ist da hinten. Wir retten die Peach. Na komm. Juhu. Ah, verdammt. Da sind wir reingefallen auf eine Falle. Oh Gott. Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Was für eine Überraschung. Hier in Super Mario 64. Ich dachte, ich hätte durch bis zum Bild gekonnt. Was? In dem Sinne. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome und Hobbits. Und natürlich auch Engeladum. Jetzt wirklich zum Spiel. Weiter geht's im ersten Level. Du bist genau in meine Falle getappt. Ich wusste, dass du so blöd sein würdest. Ich warne dich. Freundchen, pass auf. Jupp, das tue ich. Ich pass auf. Und da müssen wir so lang. Und dann ding 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 ding. Oh, ich hab die Blume. Ich weiß nicht, was die mir hier bringt, aber ja. Okay, vielleicht kann ich mich da hoch. Kann ich das Level überspringen? Naja, gut. Ist jetzt nicht unbedingt das, was man machen sollte. Auch wenn man dann abstürzt und ein Leben verliert. Ja, gut. Lassen wir es mal lieber. Machen wir das Level vollständig, wie es sein muss. Von Anfang bis zum Ende. Schummeln wir uns nicht mit irgendwelchen... Oh. Mit irgendwelchen Blumen durch das Level. Ja, ups. Ja, gut. Dritter Versuch. Über den schmalen Balken rüber. Feuer Rio. Da vielleicht nicht unbedingt reinrennen. Ah, und der Vater ist schon. Oh, das ist eine rote Münze. Darum geht's jetzt eigentlich nicht, aber. Oha. Hilfe. Okay, die rote Münze haben wir geholt. Ist jetzt nicht so wichtig. Ja, müssen wir erstmal Bowser besiegen. Dann können wir uns um die Münzen und so weiter kümmern. Die roten Münzen und um die Sterne. Da habe ich wohl die dritte Dimension nicht ganz gecheckt. Ja, ist nicht immer so einfach in einem 3D-Spiel. Ein ganz blöde Fels hier heute. Ja, muss nicht. Es geht besser. Das geht besser, Mario. Nicht hier schon am Anfang fehlen. Bevor überhaupt was passiert ist. Bevor wir überhaupt den finalen Kampf gegen Bowser angefangen haben. Na komm. So schwer ist es doch gar nicht. So hier mal springen. Sehr nice. Ups. Darüber. Und die Gummas erledigen. Nein. Ein Gumma hat uns angegriffen und zurückgeschubst. Na komm du, letzter Gumma. Ups. Ja, nice. Ein Lebenspilz. One-Up können wir benötigen. Das können wir gebrauchen. Und wir brauchen nicht benötigen. Ach, verdammt.
Na dann auch ein neues. Na guten Dinge sind 5. Ja, so schaut's aus. Na komm. Huha! Da wären wir fast runtergefallen. Das war ein mega nicer Sprung. Ja. Einfach drüber gesprungen. So geht's natürlich auch. Oh, Kacke. Hilfe. Das ist knapp vorbei am Ziel. ja. Dann nochmal. Hinauf. Oh, oh, Angst vom Feuer. Na komm. Und zack. Oben sind wir. Und rüber. Zack. Die Gumbas schon wieder. Die Gumbas erledigen. Zack, zack. 2-1. Na komm. Zack. Sehr gut. Den Lebenspilz. One-Up einsammeln. Sehr gut. Und weiter. Hier waren wir geblieben. Okay, hier haben wir die Fuzzies rum. Herum. Sind das Fuzzies? Sind das einfach nur Elektrobälle? Okay, hier ist der zweite. Rote. Die zweite rote Münze. Oh wei. Hier müssen wir gucken, wo wir hinlaufen. Ja. Ups. Hoch da. Ein paar Sternchen. Ein paar Münzchen. Jetzt hier nicht runterfallen. Nein. Das muss nicht sein. Lauter rote Münzen. Da müssen wir nicht unbedingt springen. Das ist nicht notwendig. Ah, verdammt. Naja. Dann auf ein neues. Wir waren es durch mal mit der Blume. Da können wir uns hier schon mal hoch auf die Ebene wagen und jetzt schon mal die ein klein wenig schummeln und hier schon mal die Sache übergehen. Oha. Oha. Da sind schon die Gumbas, die greifen uns an. Vielen Dank. Die folgen uns. Die Gumbas sind nicht blöd. Die folgen uns weiter. Okay, jetzt haben wir es abgehängt. Ja, da kann man zumindest den Weg schon mal überspringen. Blah, elektrifiziert. Yep. Kann man sich das sparen. Nicht schon so oft. Game over gehe. Ja, nein, Game over gegangen bin ich zum Glück noch kein einziges Mal. Und nicht so oft fehle hier. Muss man den Anfang mal überspringen. Muss man den immer überspringen dürfen. Zack. So, da wären wir. Ich hätte gerne die andere Ansicht. Und die hier. Na komm. Und rüber gehopse. So. Ich glaube manchmal, in manchen Spielen sind 3 Dimensionen irgendwie eine zu viel für mich. Ja, das ist halt irgendwie. Ist manchmal ein bisschen kritisch. Bei 3D-Land habe ich das schon bewiesen. Ab und zu mal halt doch über den Bildschirm hinausgesprungen. Die Leiter. Jetzt bloß nicht aus dem Bildschirm rausspringen. Das kann man schaffen in der Zeit. Und da wären wir. Okay, da kann man noch einen Stern auslösen, aber wir wollen hier rein. Da haben wir den Bowser. Ja, das nenne ich auch Pech. Prinzessin Peach ist nicht hier. Mach ruhig. Versuch, mich von hinten zu greifen. Du wirst mich nie durch die Luft fegen können. Ein kleiner Popel wie du wird mich nie wegsteuern können, indem er auf den Touchscreen kreisförmige Bewegungen ausführt. Niemals. Okay. Danke, dass du uns gleich auch noch einen Hinweis gibst, wie wir dich zu besiegen haben. Ja.
einfach an seinen Schweif hinten ran. Und packen. Packen diesen. Jo, da haben wir ihn. Und Kreise. Wupsch. Nein, noch nicht. Okay. Da müssen wir noch eine andere Taste für drücken. Diese hier. Badei. Wow, nice. Gleich der erste Treffer. Volle Möhre. Auf Ende der Bomben drauf geworfen. Oh, jetzt können wir ihn treffen. Grrr. Ich war etwas zu sorglos. So war das nicht geplant. Aber noch gehört die Macht der Sterne mir. Und ich habe Peach. Wahaha. Von mir bekommst du keine Sterne mehr. Ich bin noch lange nicht mit dir fertig. Aber für heute lasse ich dich laufen. Du wirst dafür bezahlen. Später. Was schon besiegt. Dein ersten Treffer. Ich dachte, das benötigt bei Mario mal 3. Aber gut. Haben wir es geschafft. Bowser besiegt. War ja nur ein Zwischensieg. Leider. Aber ja. Bowsers Schattenwelt geschafft. Das wird gleich mal abgespeichert. Okay, dann würde ich mal sagen, bevor wir einfach weitergehen, hier noch einmal hinein und ein paar Sterne sammeln. Viel haben wir noch nicht geschafft, viel haben wir noch nicht gemacht. Außer gefehlt. Die Blume, die kann da weiter wachsen. Ich sammle hier mal zwischendrin mal ein paar rote Münzen. Da hinten ist eine. Und dann sehe ich eine rote Münze. Die will ich einsammeln. Oha. So läuft sich schneller zum Ziel. Auch gut. Na komm. Nicht auf den roten Block. Die Zeit. Verdammt. Bin ich sowieso runtergefallen. Game over. Den Game Over Screen mal angeguckt. Ja, okay, auf ein neues. Versuchen wir uns die rote Münzen zu holen. Und dann die anderen Sterne, die dort in diesem Level drin sind. 22 Sterne haben wir bis jetzt. Da fehlen noch fast 100. Ob wir jetzt alle 100 Sterne hier kriegen werden, das weiß ich nicht, aber ja, wahrscheinlich eher nicht, aber wir können uns zumindest anstrengen, das Beste geben, möglichst viel davon zu erlangen. Na komm, rüber mit dir, hops. So, vorsichtig, nicht runterfallen. Wieder zurück. Phew. Okay. Das ist die erste Sternmünzen. Ich meine, wir sind nicht in Super Mario 3D Land. Oh nein, verdammt. Ja, der Bowser, der macht immer noch Ärger hier. Der nervt immer noch rum. Obwohl wir den eigentlich schon besiegt haben. Auf dem Bulldog hier noch. Boah, du kannst mich nicht besiegen. Ja. Erste rote Münze holen. Verdammt. So. Ein paar rote Münzchen. Das kriegen wir doch heute noch hin, oder? Ist doch schaffbar. Ach, verdammt. Zu schnell gerannt. Ja. Und mit Schwung. Das ist tatsächlich eine unsichtbare Wand, wie ihr gerade gesehen habt. Man kommt tatsächlich nicht drüber. Sonst könnte man ja mit Yoshi oder so weiter rüberstehen. Man könnte halt einen großen Dreiersprung nehmen oder so weiter. Und es versuchen. Aber nein. Der Versuch ist es nicht wert. Man schafft es nicht.
Schlaf! Versuch mal an andere Sterne ranzukommen. Da gäbe es zum Beispiel noch den am Ende des Levels, wo man einfach auf die Sternplatte draufdrücken muss und dann kann man den sich innerhalb einer bestimmten Zeit holen. So, Blumen bzw. Luftballon Mario. Hoppelt da hinauf. Na, hoppelt nicht, aber pustet sich da hoch. Oh, was? Einfach abgepufft. Oha. Schnell weg hier. In die Klüfte kommen. Zum Ende des Levels. Und dann holen wir uns die Sternmünze. Die offensichtlichste hier in diesem Level. Die roten Münzen, ja, die holen wir uns auch irgendwann. Jetzt aber erstmal die Sternmünze da oben. Über da! Huha! Puh, das war knapp. Eleganter Hüpfer. Und die Hüpfer, ja. Ein neues Wort von Spelgi erfunden. Ja, ich erfinde auch gerne mal Wörter. In dem Sinn, zack, die Duster hier mal rüber. Na komm, den Freund hier besiegen. Zack, hops. Und rüber. Nicht runterfallen. Ich sagte nicht. Kurz vorm Ende. Game over. Verdammt. Ach, jetzt habe ich es beendet, so ein Mist. Dann könnte man das Startmenü sehen. Und wären wir wieder hier. Na dann. Hier entlang. Der Dreiersprung. Auf ein neues, würde ich sagen. Versuchen wir es nochmal. Ich wollte mal kurz was ausprobieren. Ja, hier kann man den Schlüssel jetzt einstecken. Was, du hast keinen Schlüssel für die Tür? Was? Ich habe ihn mir doch gerade geholt. Oder was? Oder wie? Ich war doch gerade bei Bowser. Bowser besiegt. Wofür sonst könnte der Schlüssel gut sein? Auf der anderen Seite ist es still. Wie war denn dieser Schlüssel gut? Bin ich dafür? Okay. Oder hat der das jetzt nicht gespeichert? Habe ich den Bowser noch nicht besiegt oder was? Das wäre ja zu blöd. Ich habe danach sogar gespeichert. Hat das Becken das jetzt rückgängig gemacht oder was ist hier los? Es müsste doch der Schlüssel dafür sein. Für das nächste Tor nach oben. Und dass das, ich glaube, das sind Schlüssel woanders hin. Nicht zu dieser Tür, sondern zu einer anderen, zu einer ähnlich aussehenden. Ja, ich weiß schon. Ich habe schon einen Plan, wohin das mich führt, wohin des Weges. Die Elektrobälle, den müssen wir ausweichen, sagte er. Fuzzies sind das nicht immer. Oder doch. Aber es sind Elektro-Fuzzies. Irgendwas in der Art. Zack. Ein paar Münzen. Zweite Sternmünze. Rote Münze. Nicht Sternmünze. Falsches Spiel, Zwergi. Falsches Spiel. Und hops rüber. Hier kann man leicht runterfallen. Na komm, Gumba. Zack. Und da haben wir ihn. So, und hops.
Und hops. Und hops. Und da müssen wir hoch. Den Sternknopf aktivieren. Dann ganz schnell wieder runter. Aber nicht zu schnell runter. Weil sonst rutschen wir in den Abgrund. So, ich weiß wo lang. Ja, da hoch. Genau, das ist richtig. Da musst du rüber. So. Okay, versuchen wir es nochmal. Mit der Bumme. Nochmal hinauf. Ich erspare euch mal den Weg. Nehme ich mich da hoch. Fummele. Vielleicht passe ich sogar bis hier rüber. Vielleicht schaffe ich das sogar. Ja, vielleicht schafft man sogar noch höher. Aber das will ich ja nicht riskieren. Könnte man vielleicht noch bis auf die Plattform da drüben schaffen. Könnte man. Muss man nicht, aber man kann es. Vielleicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Sieht aber realistisch aus, dass man das mit dem Luftballon bis zu dieser Plattform da schafft. Na komm. Wow, das war knapp. Habt ihr gesehen, das war sehr knapp. Besser aufpassen. Hops. Oh weia. Ja. Okay. Die Nummer nochmal nehmen hier. Versuch mal auf das Ding zu kommen. Hier rüber müssten wir wirklich schnell sein. Schnell hochkommen. Sonst fallen wir. Ja, man kann es hinkriegen. Hier auf die Plattform. Ja. Ab dann wird es wirklich knapp. Hier ist ein Leben drin. Sehr gut. Und ein Elektro. Ein Dings. Quasi vielleicht. Hier wird es schmal, in schmaler Grad zwischen Leben und Tod. Ja. Ein Goomba. Zack. Die kriegen wir noch alle platt getrampelt, die Goombas. Jetzt müssen wir da ganz schnell oben drüber. So, also hier mal hoch. Zack. So, hinauf und nicht hinunter. Zack, hoch da. Zack, hoch da, hoch da, hoch da. Bloß nicht zu übereifrig springen. So, hinunter da. Okay, der Weg ist versperrt. Ja, ich sehe es nicht. Da ist die Zeit gleich vorbei. Oh Mann. Hier mal an der Wand lang. Ja, Zeitlimit ist gleich vorüber. Ich sehe es ja schon. Ja, können wir trotzdem schon mal einen Plan machen, wie wir hinkommen. Eigentlich springt man da drüber. Hat man den besten Weg. Geronimo! Wieder verkackt. Ja. Alles klar. Ja, haben wir Bowser besiegt. Die Sterne konnte ich noch nicht sammeln. Ja, und was ich jetzt mal machen will, ist hier hinein. Da gibt es noch eine Tür. Ein Buhu. Ja, den folgen wir jetzt nicht. Können wir auch mal machen, aber hier wollen wir hin. Ja, hierfür habe ich den Schlüssel. Das ist der richtige Schlüssel. Der führt mich hinein. In die unterirdische Welt. Da zum nächsten Sternenschloss. 30 Sterne brauche ich. Ja, sind gar nicht mehr so viele. Muss noch ein paar sammeln. 22 habe ich schon. Weg zu 30. Ja, Buhu, folgen wir mal dem Buhu. Können wir mal zeigen, was hier hinten los ist.
im Hintergarten. Ja. So schaut's aus. Hier ist was los. Los. Da kann man noch rote Münzen kriegen. Kann man, wenn man gut genug ist. Okay. Ich glaube, ich mit hier Yoshi. Mit Yoshi kommt man da ein bisschen besser zurecht. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier Schönes? Ein Schild. Mit dem legendären Wandsprung kannst du hochgelegene Orte erreichen. Spring dazu gegen eine Wand und spring erneut, sobald du die Wand berührst. Aber denk daran, nur der Superheld mit der roten Münze kann dieses Kunststück ausführen. Und der bin ich doch. Da, der Wandsprung. Haben wir ihn einmal vorgemacht. Yoshi kann, glaube ich, Geister verschlucken. Irgendwie kann er das. Okay, und hier haben wir was gesehen, einen großen Geist, der da so ein kleines Schlösschen drin. Das müssen wir, glaube ich, mit Yoshi dann mal wegkriegen. Können wir die Geister irgendwie besiegen. Und hier können wir ein bisschen schwimmen. Ja. Dann gibt es dann hier noch ein mehr oder weniger geheimes Level. Ja. Mehr oder weniger, weil es schon, ja, das Spiel ist schon eine Weile. Online, das gibt's schon eine Weile. Ja, so viel dazu. Dann würde ich mal sagen, bin ich hier im Keller angelangt. Gibt's jetzt hier die Keller-Levels. Dann, ja. Da mich nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und kein weiteres Video mit dem Zwingfest verpassen wollt. Habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Im nächsten Part geht es hier im Keller weiter. Ja. Man sieht sich. Bis dahin. Habt eine angenehme, fröstliche Zeit. Haut rein. Ciao, ciao.